Hallo zu einem neuen Video von Emeise. Ja, ihr seht, ich bin nicht zu Hause. Ich bin irgendwo anders. Ja, ich bin in meiner Praxis. Es ist Samstagnachmittag und ich habe hier ein paar kleine, ich sage jetzt mal Aufräumarbeiten. Das betrifft aber mehr so das Thema Computer und Hardware und so weiter. Ich muss ein paar Updates installieren und ich werde die Zeit nutzen, einfach mal euch ein bisschen zu erzählen, was gerade los ist, was uns ein bisschen bewegt. Und da sind auch durchaus ein paar typische Emeise-Themen dabei. Unter anderem das Thema, wie stehe ich momentan so zu dieser ganzen YouTube-Szene und so. Also, was geht gerade aus meiner persönlichen Sicht auf YouTube so zum Thema E-Autos und so weiter? Warum sind wir da immer weniger aktiv und so? Dazu möchte ich eine Kleinigkeit sagen in diesem Video. Ja, und ich werde euch aber auch sonst so ein bisschen mitnehmen, was ich hier heute in der Praxis so mache. Als allererstes muss ich jetzt mal die Server updaten und dann das ganze System hier updaten. Ich mache das immer händisch. Habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Ich möchte immer erstmal gucken, was die neuen Updates bringen. Da gab es auch bei meiner Software jetzt schon das ein oder andere Mal, dass Updates sehr schnell rausgekommen sind. Das hat dann kleinere Bugs beinhaltet. Das kann aber je nachdem, was man für eine Praxis betreibt, dann eben auch mal ziemlich ungünstig enden. Und genau das wollte ich nicht. Und deswegen mache ich das händisch. Das ist dann zwar nicht immer ganz up-to-date, aber jetzt muss ich es eben up-to-date bringen. Ihr seht, ich drehe mich hier ein bisschen. In meiner Praxis gibt es in der Zwischenzeit ein paar Bilder. Es ist ein bisschen wohnlicher, gemütlicher geworden. Aber das soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass man eigentlich samstags nicht in die Praxis gehen sollte. Aber so ist das, wenn man selbstständig ist, dann hat man eben auch die Freiheit, mal den Freitagmittag einfach wirklich frei zu machen und eben nicht in der Praxis zu sein und nach der Arbeit, nach der Sprechstunde nicht auch noch hier zu sitzen. Ja, das macht sich dann manchmal bezahlt und deswegen bin ich heute hier. In der Zwischenzeit sitze ich hier am Anmelderechner in der Praxis und offensichtlich sind die Updates sogar schon durchgelaufen. Das bedeutet, ich muss jetzt von Raum zu Raum wandern und wirklich jeden einzelnen Rechner noch auf den neuesten Stand bringen. Also im Prinzip einfach nur die Software immer neu starten, die Updates spielen sich dann von ganz alleine ein. Mein größtes Problem, warum ich das auch heute mache, ich habe am Freitag, also gestern, noch während der Sprechstunde was an meiner Spracherkennungssoftware geändert, ein paar kleine Einstellungen gemacht. Danach war es unendlich langsam. Das Diktieren hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Bis die Sprache erkannt wurde, hat sehr lange gedauert, aber sie hat sehr gut funktioniert, die Spracherkennung. Deswegen versuche ich jetzt heute das Ganze zu fixen. Irgendwas habe ich da so ein bisschen verbockt. Ich hoffe, dass ich jetzt mit den Updates und dadurch, dass die ganzen Server jetzt neu gestartet wurden, das Ganze schon behoben habe. Aber das werden wir uns dann gleich anschauen. Oje, oje, ich bin wirklich in die Tiefen gegangen jetzt hier, habe festgestellt, dass ich meinen Spracherkennungsserver überhaupt nicht auf die neueste Version bekommen kann, sondern dass mir da tatsächlich noch ein macOS-Update fehlt. Und zu diesem Zweck habe ich jetzt dieses Update angestoßen, zumindest mal auf dem Server. Natürlich hat man da immer so ein ganz klein bisschen Bauchschmerzen, wenn man so quasi am offenen Herzen von seinem Praxisserver operiert. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass nicht so ganz viel schief gehen kann, weil ich hier noch ein großes NAS-Laufwerk stehen habe mit mehreren Festplatten, wo regelmäßig Updates drauf gemacht werden. Und ich habe hier auch permanent kleine Backup-SSDs, die ich quasi regelmäßig jeden Tag wechsle und quasi auch an einen sicheren Platz bekomme. Selbst wenn hier Feuersturm und Flut oder sowas hereinbricht, habe ich tagesaktuelle Backups sozusagen, also höchstens ein Tag alte Backups. Also so ganz, ganz viel kann natürlich nicht passieren. Jetzt dauert dieses Ventura-Update aber eine ganze Weile, nämlich 26 Minuten. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum macOS Ventura, also die 13.6-Version, ja, weil ich tatsächlich auf die neueste Version hier noch gar nicht abgedatet habe. Das wird auch von den Herstellern meiner Software nicht empfohlen, dass man permanent auf die neueste Software geht. Und da bei mir Ventura jetzt so installiert wurde im Januar und auch wunderbar läuft, bleibe ich erstmal dabei. Ich betreibe übrigens zu Hause auch noch macOS Ventura. Da liegt es immer daran, dass ich ein bisschen vorsichtig bin mit den Mac-Updates, weil ich ja zu Hause ein kleines Tonstudio betreibe und gerade diese
diese Musikgeschichten, die sind so ein bisschen anfällig, was die Treiber und so betrifft. Und wenn Apple mal wieder eine Kleinigkeit geändert hat, dann muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, jetzt werde ich da wohl auf jeden Fall noch eine Weile brauchen, bis ich das hier installiert habe. Und da habe ich dann ein bisschen Zeit, euch zu erzählen, was ich momentan so ein bisschen über die YouTube-Szene denke. Wir sind jetzt schon seit vielen Jahren quasi mehr oder weniger fester, integraler Bestandteil, kann man schon fast sagen, der deutschen E-Auto-YouTube-Szene. Wir sind sicherlich einer der kleinsten Kanäle, weil wir einfach das Ganze nie in irgendeiner Form professionell betrieben haben, kein Team im Hintergrund hatten und so weiter. Also wir haben das immer wirklich als reines Hobby gemacht. Und wenn ich von wir spreche, dann rede ich ja von Marisa und mir. Marisa habt ihr jetzt schon länger nicht mehr in den Videos gesehen. Wir haben ja jetzt länger keine großen Roadtrips mehr gemacht. Klar, wir waren in Südtirol, da habt ihr Marisa irgendwie so ein bisschen im Hintergrund gesehen, und um Marisa ist es ja auch etwas stiller geworden in den letzten Monaten. Das hat seine Gründe, ich habe es in Videos erwähnt. Also nicht nur, dass Marisa natürlich nicht der ganz große Fan dieser ganzen Autoszene ist und damit auch wenig anfangen kann und sie sicherlich auch der Meinung ist, dass diese Pionierjahre der E-Mobilität so ein bisschen vorbei sind, wo wir noch gemeinsam auf E-Auto-Treffen gegangen sind und so. Also allein deswegen ist es schon etwas stiller geworden, aber Marisa hatte ein sehr, sehr anstrengendes, sehr, sehr heftiges Schuljahr hinter sich. Da sind auch ein paar Dinge passiert, die sehr, sehr unschön waren, die Marisa und mich sehr beschäftigt haben. Und deswegen ist es auch ein bisschen stiller auf diesem Kanal und vor allem auch um Marisa. Aber das soll nicht das Thema hier sein, sondern das Thema, warum wir oder warum ich mich momentan in dieser E-Auto-YouTube-Szene nicht mehr so richtig zu Hause fühle. Das hat sicherlich ähnliche Gründe wie bei Marisa. Wir sind ja keine richtigen Automenschen, also keine Autonerds, und sind Autos an sich nicht wirklich wichtig. Gerade für Marisa kann ich da sprechen, die fährt ihre Renault Zoe immer noch liebend gern, auch wenn sie jetzt schon sehr alt ist. Aber sie fährt sie extrem wenig, weil hier bei uns in der Innenstadt von Offenburg, beziehungsweise wir wohnen ja auf dem Dorf, ein bisschen außerhalb, aber nichtsdestotrotz bewerkstelligt Marisa ihre alltäglichen Strecken in der Zwischenzeit zu 80% mit dem Fahrrad. Bietet sich natürlich in den Frühjahr- und Sommermonaten und Herbstmonaten an. Das wird sicherlich im Winter wieder ein bisschen anders sein. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was gerade bei ihr in der Schule los ist. Also hat sie Dinge zu transportieren? Hat sie irgendwelche größere Materialaufwände oder so? Das hängt dann natürlich auch damit zusammen. Sie ist da auf jeden Fall deutlich fleißiger als ich. Ich bin meistens morgens um 6:30 sehr faul und springe mich nicht auf das Fahrrad, obwohl die Strecke die gleiche wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir sind keine fanatischen Autofans und uns sind Autos nicht so wahnsinnig wichtig. Und ich habe es schon mal gesagt, mich stört es eigentlich, dass die E-Auto-Szene im Prinzip zu einer ganz normalen Autoszene geworden ist. Es werden permanent die neuesten, die schönsten, die größten, die schnellsten und die geilsten E-Autos vorgestellt. Und das ist natürlich in der Autoszene interessant und wichtig. Aber dieses Thema E-Auto als neue Technologie, das spielt dabei irgendwie immer weniger eine Rolle. Und genau darum ging es uns ja bei diesem Kanal. Wir wollten in diese neue Technologie, in diese neuen Möglichkeiten und vor allem, und jetzt kommt es, in diese umweltschonenderen Möglichkeiten einsteigen und unseren Beitrag damit leisten, in dieser E-Auto-Welt oder mit diesen E-Autos eben CO2-Reduktion und so weiter zu betreiben. Und das Ganze aber natürlich so, dass wir unseren ganz normalen Alltag trotzdem gestalten können. Und dass das funktioniert, haben wir bewiesen, haben viele, viele andere E-Auto-YouTuber längst bewiesen. Man kann in Urlaub fahren, man kann seinen Alltag damit im urbanen Umfeld machen. Also das ist ja alles alter Hut und da braucht es auch so etwas wie einen E-Auto-YouTube-Kanal nicht mehr. Das ist mir natürlich völlig klar und mir ist auch deswegen dieser Wandel hin zu normalen Autokanälen völlig bewusst und völlig klar. Was mich aber tatsächlich immer mehr stört, ist die Tatsache, dass wir quasi Kämpfer geworden sind
für das Ungute sozusagen. Also man hat ja schon wirklich den Eindruck, dass E-Autofahrer momentan, das liegt natürlich an der Medienlandschaft, an der Presse und so weiter, so ein bisschen doof und bescheuert sind, dass wir alles falsch machen, dass der Verbrenner die Zukunft hat und so weiter. Alles das, was momentan die Medien einem in Deutschland suggerieren. Und da haben ja auch schon verschiedene die größten Kanäle und die kleinsten Kanäle schon Werbung dafür gemacht, dass man diesen ganzen Blödsinn eben nicht glauben soll und dass man sich bemühen oder dass wir uns alle bemühen müssen, haben sich manche Leute zusammengeschlossen, haben Statements abgegeben und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das Ganze bringt ja irgendwie auch nicht mehr wirklich was, weil wir da so ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen. Und einen entscheidenden Fehler sehe ich persönlich darin, dass in dieser Szene so gut wie niemand mehr diesen ökologischen Aspekt in den Vordergrund stellt. Und jetzt geht mir gerade so ein bisschen die Muffe, weil hier nebendran hat sich der Server gerade neu gestartet und installiert jetzt also das neue Mac OS. Puh, ich hoffe echt, dass das gut geht. Server-Tools beendet und so weiter, da kriegt man schon ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich hoffe, ich bekomme das Ganze wieder zum Laufen. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben beim Thema ökologischer Aspekt der E-Mobilität und dass das nicht mehr in den Vordergrund gestellt wird. Ja, offensichtlich ist es eben zu vogue, um das zu erwähnen. Die allermeisten betonen immer, wie geil E-Autofahren ist, wie geil und wie normal und wie schnell und überhaupt dieses E-Autofahren ist. Und genau darin sehe ich so ein bisschen den Fehler, dass wir so komplett diese ökologischen Aspekte weglassen. Dieses Betonen davon, dass es die Zukunft des Autofahrens ist und sein wird und sein muss. Also, dass es im Prinzip gar keine wirkliche Alternative, zumindest technologisch momentan dazu gibt, auch zum Thema eben E-Fuels und was da immer alles, Technologieoffenheit und so weiter, was da alles erzählt wird, auch von der deutschen Politik. Und darum kümmern wir uns meiner Meinung nach einfach tatsächlich auf diesen ganzen E-Auto-Kanälen zu wenig. Ich glaube, dass es tatsächlich wahnsinnig wichtig ist, diesen Aspekt wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ich möchte mich eben in diesem Zusammenhang nicht als Vogue oder linksgrün versifft oder irgendwie sowas bezeichnen lassen, sondern ich möchte, dass die Argumente tatsächlich gesucht und auch argumentiert werden und ausgesprochen werden, dass wir eben das Ganze, also Marisa und ich, tun das eben nicht nur, um tolle Autos zu fahren und besonders weit zu kommen und besonders schnell zu fahren, sondern weil wir tatsächlich von dieser Technologie als Zukunftstechnologie und umweltfreundlicher Technologie überzeugt sind. Wir geben uns da sehr viel Mühe, dass wir unsere Solaranlage da vernünftig einbinden, dass wir so gut wie möglich mit Ökostrom unsere E-Autos betreiben, machen uns da viele Gedanken darüber, beziehen auch entsprechend Ökostrom zu Hause und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir das alles erzählt und das haben auch viele, viele andere YouTuber getan, aber es gerät in meinen Augen so ein bisschen in den Hintergrund. Und das finde ich wahnsinnig schade und hätte das eigentlich ganz gerne, dass es wieder ein viel, viel wichtigerer Aspekt wird. Es ist ja sogar so, dass sehr viele YouTuber das immer wieder betonen, dass sie ja keine Ökos sind und so weiter, als wäre das ein Schimpfwort. Und genauso dieses Thema Vogue zu sein. Vogue, ich weiß, das wird momentan hauptsächlich so im Zusammenhang mit Gendern und mit den ganzen Szenen um irgendwie Identitäten, sexuelle Identitäten und so benutzt. Das ist mir schon klar, aber es wird auch sehr, sehr viel über Vogue gesprochen, wenn es um Ökologie und so weiter geht. Fridays for Future hat total an Bedeutung verloren. Die letzte Generation werden schier als Terroristen verfolgt in Deutschland, obwohl das Ziel dieser Organisation irgendwie gar nicht mehr hinterfragt wird. Ich finde, hinterfragt es doch wenigstens mal, sprecht doch wenigstens über die Ziele der letzten Generation und nicht nur über ihre Aktionen. Das ist genau das, um was es nicht geht. Und ich finde, das ist absolut zu hinterfragen. Ich persönlich finde das Vorgehen von der letzten Generation eben auch nicht richtig und auch nicht gut. Aber man sollte es hinterfragen und nicht nur verurteilen.
Und das macht auch natürlich die Presselandschaft nicht. Aber warum machen wir es als Auto-YouTuber oder als ja, E-Auto-YouTuber eben nicht besser? Ja, warum machen wir es nicht? Klar, ich sage es ganz ehrlich, weil wir tatsächlich auch zu klein sind. Und es interessiert ja niemanden, was wir hier erzählen oder was ich hier erzähle. Wir sind ja überhaupt nicht mehr großer Bestandteil dieser Szene, wenn man, das teilen sich die großen professionellen YouTuber eben in der Zwischenzeit untereinander auf und da gehören wir eben nicht mehr dazu. Aber das entfremdet mich tatsächlich so ein bisschen von dieser ganzen Szene. In der Zwischenzeit habe ich angefangen, alle Macs hier in der Praxis auf den neuesten Stand zu bringen, nur damit die Spracherkennung hoffentlich dann auch besser läuft. Das werden wir dann am Ende von dieser ganzen Aktion sehen, die schon über eine Stunde geht. Naja, egal. Sagt mir doch bitte, was sind eure Gedanken dazu? Wo seht ihr die YouTube-Szene im Moment, die E-Auto-YouTube-Szene? Ist die denn wirklich abgekoppelt von anderen Kanälen, die sich eher wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, also wissenschaftlich mit dem Thema Umweltschutz, Ökologie und so weiter, mit den ganzen neuen Technologien, die es da gibt, seien das jetzt eben Windräder oder E-Fuels oder was auch immer. Ich meine, da gibt es ja wirklich sehr, sehr gute Sachen. Und interessanterweise überschneidet sich das ganz oft dann auch. Also es gibt ja Kanäle, die sich wirklich sehr wissenschaftlich mit diesen ganzen Dingen, auch mit Solar und PV und so beschäftigen. Und die Betreiber dieser Kanäle sind ja eben sehr, sehr häufig auch E-Autofahrer. Und warum durchmischt sich und durchkreuzt sich das nicht sehr viel mehr in den Foren? Also auch wenn ich so auf Facebook und so mal wieder unterwegs bin, dann sieht man das ja dann doch, dass da durchaus Überschneidungen da sind, dass in den Szenen, in den Gruppen auch eben Videos geteilt werden von Kanälen, die das Ganze wissenschaftlich angehen, eben nicht nur E-Auto-Kanäle. Da wird dann immer wieder mal so ein bisschen wenig drüber diskutiert, aber schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie hättet ihr das gerne? Sollen wir vielleicht uns auch in diese Richtung ein bisschen mehr ausrichten? Aber natürlich verlangt das sehr, sehr viel Arbeit, die ich momentan tatsächlich auch neben der Praxis her nicht leisten kann, da wirklich ganz gut, super, mega recherchierte Videos zu bringen. Aber wäre das dann vielleicht eher das Thema, dass man das mehr verknüpft oder schreibt es vielleicht auch in die Kommentare bei anderen E-Auto-YouTubern, also bei den ganz großen Kanälen, die wirklich professionell sind, die wirklich gut aufgestellt sind, die viele, viele Leute erreichen. Natürlich ist mir auch klar, dass das immer noch kleine Kanäle sind, wenn man das vergleicht mit anderen großen YouTube-Themen, wo es um Millionen von Abonnenten geht. Ich glaube, deutsche große E-Auto-YouTuber sind ja eher so im 100.000er-Bereich und 200.000-300.000er-Bereich, was die Abonnentenzahlen betrifft. Also das ist mir durchaus bewusst. Wirklich wahnsinnig viele Menschen erreicht man da nicht, aber wir können doch bessere Presse machen. Aber natürlich ist es bei E-Auto-YouTubern, die schon ein bisschen größer sind, auch immer ein Thema mit Werbepartnern. Ja, da will man auch niemanden verprellen. Zu Vogue zu sein ist da auch schwierig. Aber warum ist es denn eigentlich schlimm, Vogue zu sein? Ich stehe dazu, ich gendere. Ja? Ich mache das gelegentlich und nicht, weil ich total überzeugt davon bin, sondern weil es wieder mal mein Hirn anregt, weil ich wieder mal etwas Neues machen will, weil ich über die Dinge nachdenken will, die da dahinter stecken. Und natürlich sehe ich Dinge auch kritisch dabei und weiß auch die Grenzen und die Möglichkeiten dessen. Aber ich möchte mich doch auch weiterentwickeln. Ich möchte doch weiter Dinge neu denken und nicht von vornherein immer alles erstmal kritisch sehen. Ich bin übrigens ganz großer Fan und Zuschauer von Sinans Woche. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt. Und Sinan, der das betreibt, der hat ja auch mehrere verschiedene andere Kanäle. Der ist zum Beispiel einer, der sehr, sehr kritisch, aber sehr differenziert mit Wokeness umgeht und eben da auch
diese übertriebene Szene dann wieder darstellt und an den Pranger stellt und kritisiert und wirklich durchdenkt und kritisch betrachtet. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Aber natürlich muss man dann auch, wenn man Sinan ist, wieder aufpassen, dass man nicht wieder nur kritisiert und alles kritisch betrachtet. Ich meine, wenn man ihn kennt, dann weiß man, er ist ein sehr, sehr freidenkender Mensch, ein sehr liberal denkender Mensch und also ohne liberal jetzt im Sinne von FDP oder so zu sehen. Und er betrachtet eben Dinge immer sehr, sehr neutral und von allen Seiten. Und das ist doch wichtig. Und ich finde, man kann gendern, man kann auch über die letzte Generation sprechen, man kann über Fridays for Future sprechen, man kann über die Grünen sprechen, dass die eben nicht alles falsch machen und trotzdem vielleicht im Herzen CDUler sein oder sowas. Aber genau das braucht es doch und darüber wird zu wenig gesprochen. Natürlich will niemand auf E-Auto-Kanälen zu sehr politisieren, aber ich gebe ganz ehrlich zu, so ein bisschen steckt das zu sehr in mir drin. Ich kann die momentane Welt nicht unpolitisch betrachten. Jetzt fährt gerade wieder draußen ein Rettungswagen durch. Wir sind hier keine 500 Meter vom Krankenhaus in Offenburg entfernt. Deswegen ist es so laut. Ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach nur über tolle, schnelle, schwere, große Autos sprechen, ohne auch die kritischen Aspekte dabei zu sehen. Und zwar die ökologisch kritischen Aspekte. Und ich kann nicht einen YouTube-Kanal gestalten und aus Angst vor Kritik oder Kommentaren nicht gendern, wenn ich es aber für richtig halte. Oder die letzte Generation nicht gut finden, weil das ja sonst wieder böse Kommentare oder sowas nach sich zieht. Also wir müssen doch wieder differenziert unsere Hirne einschalten können und differenziert politisch diskutieren können, ökologisch politisch diskutieren können, denn das ist es, was die nächsten Jahrzehnte ausmachen wird. Ich fürchte wirklich, dass uns diese Naturkatastrophe derart um die Ohren fliegt und wir noch auf Dinge zusteuern, von denen wir uns im Moment noch gar nicht wirklich was erträumen können, was Migration und so weiter betrifft, wenn der afrikanische Kontinent irgendwann kaum noch bewohnbar sein wird aufgrund der Naturkatastrophen, die hereinbrechen. Und ich meine, wir brauchen nur unser eigenes Land zu betrachten, unseren eigenen kleinen Kontinent, von wie vielen Jahrhundertwetterlagen wir allein schon in diesem Jahr heimgesucht worden sind und so. Und trotzdem kapiert es niemand. Ich habe heute einen klugen Satz gelesen, so zusammengefasst, sinngemäß ging es dabei darum, dass eben jeder Deutsche offensichtlich etwas für die Umwelt oder Umweltschutz ganz, ganz wichtig findet, aber eben bei den eigenen Ansprüchen bzw. bei den eigenen Taten es dann doch sehr zu wünschen übrig lässt. Und genauso ist es mit den E-Autos. Jeder findet E-Autos ja irgendwie toll, weil ja Umweltschutz und so, aber selber eins fahren wird ja keiner. Oder selber aufs Fahrrad steigen, hier eigene Nase. Ne? Gut, ich bin dieses Jahr jetzt deutlich mehr Fahrrad gefahren als im vergangenen Jahr, aber trotzdem noch viel zu wenig. Und auch da muss ich drüber nachdenken. Ich meine, ich habe jetzt schon ein E-Auto. Muss ich dann überhaupt noch Fahrrad fahren? Ich finde, ja, das müsste ich und das sollte ich. Und das wäre durchaus wichtig, das zu tun, um eben auch weniger Auto-Stehzeug in der Stadt herumstehen zu haben, weniger Fläche zu verbrauchen, Städten auch die Möglichkeit zu geben, eben autofrei zu werden. Vielleicht müsste man auch darüber sprechen, aber das wäre natürlich auf einem E-Auto-Kanal irgendwie schlecht, wenn wir darüber sprechen würden, dass wir weniger Auto fahren müssen. Ich meine, wir haben auf diesem Kanal das schon oft thematisiert, aber natürlich immer nur in Randthemen. Aber wäre es denn was? Wäre das denn spannend für euch? Schreibt es in die Kommentare. Wäre das, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir dafür viel zu klein sind. Das kann ich absolut akzeptieren. Für uns ist das ein Hobby. Aber wäre das nicht auch für die Profi-YouTube-Kanäle interessant, da mal in die Richtung zu gehen und mehr in der Richtung zu machen? Schreibt es in meine Kommentare, schreibt es dort in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Kanal ihr dafür am besten fändet, wer am nächsten dran ist an dem Thema, außer uns linksgrün versifften kleinen Akademikern hier.
in Süddeutschland, wo ja eh nur Milch und Honig fließen und so, und wir ja keine Ahnung zu haben scheinen von den echten Problemen der Menschen. Ja, eine weitere Sache, jetzt beende ich dann auch dieses Video, ist, ich habe 2, 3 Kommentare bekommen, wo der Wunsch aufkam, dass ich wieder mehr Metmeise-Video mache. Ihr wisst, das sind vielleicht die, also die lange dabei sind, wissen, das sind die Videos, wo ich über medizinische Themen spreche. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da gedanklich ganz, ganz stark dran, Videos in der Richtung zu machen, aber ich glaube, ich werde sie nicht mehr auf diesem Kanal unbedingt machen, sondern tatsächlich auf einem extra Kanal und eventuell auch die Metmeise-Videos von hier teilweise neu aufnehmen und dorthin transferieren, damit das Ganze tatsächlich medizinischer werden kann und ich noch mehr ins Detail gehen kann. Ich habe ja bisher die Metmeise-Videos hier sehr allgemein gehalten, informativ zu Krankheitsbildern, vor allem hauptsächlich aus meinem Spezialgebiet der Neurologie. Aber ich würde ganz gerne Videos auch machen, noch tiefer gehend, gerade beim Thema Migräne, weil ich Kopfschmerzexperte bin, auf Einzelaspekte und wirklich Unteraspekte dieser Krankheitsbilder einzugehen. Und das ist dann wieder so speziell, dass ich es hier auf dem Kanal eigentlich, glaube ich, besser nicht machen werde. Aber auch da dürft ihr mich korrigieren und schreiben, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Ja, genießt euren Samstag, genießt euer Wochenende oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ja, denkt nicht negativ, sondern positiv, aber denkt bitte. Habt nicht nur eine Meinung, sondern auch eine Ahnung. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.